So, jetzt aber nochmal hier ein bisschen schöner Eindruck für euch aus den Schweizer Bergen. Hier war ich gerade essen, genau, direkt am See, am Surfzentrum. Wind gibt es eigentlich auch zum Windsurfen gerade, aber es ist schon eher frisch. Genau. So. Und da bin ich hier mit meinem Weltenbummler-Baby. Bin ich mega, mega happy. Das ist halt schon ein bisschen Freiheit. Ich will euch da jetzt nicht irgendwie neidisch machen oder so, sondern einfach nur sagen, es ist wirklich cool hier in der Schweiz bei uns. Wir müssen keine Masken tragen, wenn wir in ein Restaurant gehen. Wir müssen die Bedienung auch nicht, die Mitarbeiter auch nicht. Und es ist wirklich cool, wenn ihr nochmal da oben gucken wollt. Hat es sogar geschneit heute Nacht. Sieht man vielleicht noch den Zucker auf den Bergen. Also man kann es so einigermaßen vorstellen, dass es jetzt nicht gerade so kuschelig warm ist, hier ins Wasser zu gehen. Genau. Und warum ich hier live bin, ich wollte einfach noch mal ein bisschen über uns und unsere Weltgeschichte hier reden mit euch. Vielleicht glauben auch einige, ja, die hat ja eine an der Waffe, die sieht ja wohl nicht, was da draußen alles so los ist. Klar sehe ich, was da draußen so los ist, und deswegen ist es umso wichtiger für mich, genau das weiterzumachen und noch viel intensiver weiterzumachen, was ich jetzt mache. Und zwar den Menschen zu sagen, dass wir nicht hier sind, um in irgendeinem Gesellschaftsspiel mitzuspielen, dass sich weltweit irgendwelche Menschen ausgedacht haben, sondern dass wir durchaus hier in der Lage sind, uns unser eigenes Leben zu manifestieren, so wie wir das haben möchten. Es ist immer alles zur Verfügung. Wir leben in Fülle. Und wenn wir das alle kapieren irgendwann mal, dass wir in Fülle leben, dann fällt Neid, Hass, Missgunst, das Gefühl, anderen was wegnehmen zu müssen, all diese Geschichten, diesen Kampf und diese Streitereien, wenn wir kapieren, wirklich, wirklich kapieren, dass wir alles manifestieren, alles kreieren, aus frischer, fröhlicher, freier Energie kreieren und keine Menschen wegnehmen. Wenn wir verstehen, dass wenn wir hier sind, um uns einzubringen, um zu Diensten zu sein für unser schönes Leben, für unsere, hallo Matthias, für unsere Welt, um sie so zu kreieren, wie sie uns gefällt, nach unseren Regeln. Und die Regeln sind die Regeln der Fülle. Und die Regeln der Fülle sind die göttlichen Regeln. Stell dir mal vor, egal ob du an Gott glaubst oder an göttliche Energie, aber stell dir mal vor, du bist hier, eine Idee, eine göttliche Idee. Wie wärst du dann? Als göttliche Idee bist du hierher gekommen. Dann wärst du fehlerfrei, dann wärst du mangelfrei, dann würde dir nichts fehlen. Und stell dir mal vor, dass die Idee unseres Lebens tatsächlich ursprünglich diese war, dass wir alle als göttliche, perfekte, wunderbare Menschen hierher kommen, um uns einerseits selbst zu erfahren, um herauszufinden, was für eine Power wir in uns haben, was für eine Kreationsmacht wir uns haben, und um zu lernen, wie man diese Macht, diese Kraft, die eigentlich aus reiner, purer Liebe und aus reiner, purer Fülle entsteht, die dazu einsetzt, wunderschöne Dinge zu kreieren. Ein wunderschönes Leben, ein wunderschönes Miteinander, eine wunderschöne Natur, wie ich sie hier habe, die weiterhin einfach zu lieben, zu genießen, zu unterstützen, zu schätzen und zu achten. Und so wie wir es mit der Natur machen, machen wir es mit den Tieren. So wie wir es mit den Tieren machen, machen wir es mit uns einander unter den Menschen, weil wir haben alles. Wir müssen nicht ergattern, ergieren oder sonst irgendwas, sondern wir können es tatsächlich kreieren. Wir kreieren es, ja, aus dünner Luft, mit liebender, göttlicher Energie, mit Fantasie, mit Begeisterung und mit Vorstellungskraft. Aber das zu kapieren, das ist für uns so schwer, weil es uns halt niemand wirklich beigebracht hat. Und weil wir immer noch so zweifeln, weil wir einfach so konditioniert sind. Danke für das Herzchen.
weil wir so konditioniert sind, dass alles so schwer sein muss, weil wir so konditioniert sind, dass man sich nicht wirklich freuen darf, weil wir so konditioniert sind, dass wir glauben, gleich passiert irgendwas Schlimmes mit uns. Und all diese Konditionierungen, die sind nur eine blanke, flache Lüge, um eben dieses andere System am Leben zu erhalten. Damit, stell dir mal vor, wenn es keinen Mangel mehr gibt, stell dir mal vor, wenn wir alle aus der Fülle herauskriegen, dann kollabiert das System, das wir bis jetzt an den gehabt haben. Es wird sowieso kollabieren. Aber die Frage ist nur, bist du vorne dabei? Oder bist du ganz, ganz hinten dabei, wenn das Ganze kollabiert? Lernst du jetzt schon zu manifestieren? Lernst du jetzt schon zu kreieren? Lernst du jetzt schon Geld anzuziehen und damit eine wunderbare Welt mit herzustellen? Und ich finde, das sollte jeder begreifen. Und ich begreife es, seitdem ich weiß, dass man seinen Körper komplett kontrolliert und manipuliert durch seinen Verstand, aber zu 100%. Es gibt keine Ausnahmen, es gibt nicht, ein Schnitt in Finger kann heilen und keine Ahnung, irgendein anderer unheilbarer Krebs kann nicht heilen. Das stimmt nicht, das kann nicht stimmen, weil wenn wir diese Menschen sind, diese göttlichen, perfekten Wesen, dann ist die Idee unseres Seins eine perfekte und eine göttliche, eine gesunde und eine absolut ohne Mängel. So, und wo kommen denn die Mängel her? Die Mängel kommen nur aus unseren Vorstellungen, aus unseren Regeln, aus dem, was man uns beigebracht hat, nach dem, was wir uns richten. Und da geht es nicht darum, dass jetzt du glauben musst, alleine. Der Glaube alleine nützt es nicht, sondern du musst wissen, Wissen ist mehr wie Glauben, und du musst wissen, wer du bist, und du musst wissen, woraus du geschaffen bist. Du musst wissen, was dein Körper ist. Du musst wissen, warum dein Körper so ist, wie er ist, was dein Körper regiert, und dass du aber entscheidest, ob die göttliche Vorstellung von dir, dich, dein Körper und dein Leben regiert, oder ob die einschränkende menschliche Vorstellung von dir, vom Leben, dich, deinen Körper und dein Leben regiert. Du entscheidest. Und es sind nicht Sachen, die wir beigebracht gekriegt haben in der Schule. Das sind nicht Sachen, die uns vorgelebt werden. Das sind nicht Sachen, nach denen sich die meisten halten. Noch nicht. Aber das sind die Regeln der Quantenphysik und es sind die Regeln der Göttlichkeit. Und die Göttlichkeit ist die Einheit und die Einheit ist die Allmacht. Und die war nie weg. Wir waren uns nur dessen nicht bewusst. Und da wieder einzutreten und in diese Power reinzugehen und sich nichts vormachen zu lassen von Leuten, die noch nach Lügen sich orientieren und nach alten Regeln und nach alten Vorstellungen, die sich irritieren lassen, wenn sie irgendwo mal von den Menschen abgelehnt werden, die sich nicht trauen zu zeigen und ihre Wahrheit zu sprechen, weil da draußen Leute sein können, die das nicht gut finden. Leute, all diese Sachen, all diese Barrieren, es wird Zeit, dass wir das loslassen, dass wir uns da wirklich trauen, wenn du die Wahrheit weißt, dass du in diese Kraft gehst und dass du anfängst zu kreieren und als erstes dein Leben, dein Körper, dein Umfeld, dein Business, deine Family und nachher mit der großen Kelle. Es ist alles das Gleiche, aber wir müssen uns erstmal dahin trauen. Aber der erste Schritt gehört gemacht und du kannst nicht glauben, dass du ein beschränktes Wesen bist, das irgendwie Einschränkungen körperlich oder finanziell hier hat. Hast du nicht. Du musst einfach nur entscheiden und sagen, so will ich es haben, so will ich es haben, so will ich es haben, so mache ich es. Wenn du es nicht unterstützt, ist mir wurscht. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, was ich bewirken kann, ich weiß, was ich bewirken will. I go. Und diese Sache mit diesem blöden Geld, ja, die gehört einfach als allererstes gedreht. Weil so viele Leute sind krank,
weil sie sich Sorgen machen wegen Geld. So viele Leute fühlen sich eingeschränkt, weil sie sich Sorgen machen wegen Geld. So viele Leute lassen sich unterdrücken, weil sie sich Sorgen machen wegen Geld. So viele Leute trauen sich nicht, wirklich zu wirken, zu bewirken, weil, wie soll ich es machen, wie soll ich es machen, es geht nicht, wie, weil sie sich Sorgen machen wegen dem Geld. Und das kann es nicht mehr sein. Geld darf nicht mehr dazu beitragen, dass du dich einschränken lässt. Du kreierst das Geld, das du brauchst. Du kannst es lernen, das zu kreieren. Du kannst es lernen, das anzuziehen. Aber es muss gemacht werden. Und zwar nicht, heute fühle ich mich mal super in Fülle. Oh, gestern war die Steuererklärung da. Oh mein Gott. Das geht nicht. Es muss immer sein. Du musst immer wissen, dass die Fülle da ist, dass du in Resonanz mit der Fülle kommst. Und Fülle ist Geld, Fülle ist Gesundheit, Fülle ist Liebe. Und es geht darum, dass du deinen Verstand und deine Energie dorthin bringst. Und dazu musst du dich von allen verlogenen Paradigmen trennen. Oder zumindest sie mal hinterfragen. Weil wenn du anfängst, diese ganzen Paradigmen zu hinterfragen und dir die richtigen Fragen zu stellen, dann erkennst du, dass es gar nicht wahr ist. Gestern zum Beispiel im Coaching habe ich gefragt, wovor hast du am meisten Angst? Ich habe hier auch einen Post gemacht. Wovor hast du am meisten Angst? Und das meiste ist, die größte Angst von den Frauen, die ich gefragt habe, war, dass mir irgendeine Möglichkeit genommen wird, die ich jetzt noch habe. Und zwar einerseits vielleicht auf gesundheitlicher Ebene, war eine dabei, die hatte Angst, ihr Augenlicht zu verlieren. Und alle anderen waren auch auf gesundheitlicher Ebene, dass sie irgendwo, weil sie merken, ja, mit den Augen ist nicht so ganz gut, mit dem Körper ist nicht so ganz gut, mit dem Schnaufen ist nicht ganz gut, diese riesengroße Angst, dass der Körper abnippelt. Ja? Dass der Körper dir nicht mehr als Instrument dient, um hier auf dieser Welt zu wirken. Aber das ist das Paradoxe. Wenn du nicht auf dieser Welt hier wirkst, wenn du nicht in deine Kraft trittst, sondern dich die ganze Zeit damit beschäftigt, warum du nicht wirken kannst, warum du nichts bewirken kannst, warum du deine Träume nicht leben kannst, warum du deine Berufung nicht leben kannst, wenn du die ganze Zeit daran denkst, oh, vielleicht werde ich wirklich krank, vielleicht ersticke ich mal, vielleicht werde ich blind, da. Was geht ab, wenn du da bist mit deinen Gedanken? Was geht ab? Da kannst du nicht sein, sondern musst dich komplett darauf verlassen, dass du hier bist, zu wirken und zu bewirken, dass du hier eine körperliche Form bekommen hast, um andere Formen und Objekte weiter hier zu kreieren und zu generieren aus dir heraus. Und zwar auf höchste Schwingung, auf höchster Freude, auf höchster Begeisterung. Also, es geht nicht. Entweder oder. Du musst dich einfach entscheiden. Willst du dich darum kümmern, dass du eingeschränkt bist und Angst haben, dass du weiter eingeschränkt wirst? Oder willst du dich darum kümmern, was tatsächlich dein Auftrag hier auf dieser Welt ist? Was du genau spürst, was aus dir heraus erschaffen werden darf an Schönheit, an Freude, an Begeisterung und dich darum kümmern? Und diese Fragen, die stelle ich immer wieder, um Klarheit zu schaffen, weil wir sind so vernebelt, wir sind so richtig benebelt, wir sind eingesperrt noch und erst wenn du wirklich mit deiner Power frei wirst, dann kannst du vorwärts gehen und solange du noch ein Geldthema hast und solange du noch ein Problem mit Geld hast, mach das klar, reinige das. Energetisch in deinen Vorstellungen verstehe, worum es geht bei Geld und verstehe vor allem, dass es nicht darum geht, dass du jetzt irgendwie ein Luxusbaby bist oder ein Luxustyp im Ferrari, sondern dass es darum geht, dass wir doch hier die Kraft und die Power haben, Schönes zu kreieren, Schönheit zu kreieren, etwas aus Liebe, aus Begeisterung zu kreieren und uns gegenseitig unterstützen dürfen, die Dinge zu kreieren und uns dafür Geld oder Liebe oder Respekt, nenn es wie du willst, gegenseitig geben für diese wunderbaren Dinge. Dass wir die Menschen, die sich die Mühe geben, Schönes zu kreieren, von Herzen dafür respektieren, belohnen und Geld geben können.
Und das ist für mich die richtige Wirtschaft. Das ist für mich die wahre Wirtschaft. Und dass ich dafür Geld empfange, dass ich dann tolle Sachen weiterhin unterstütze, auch andere Menschen, die auch tolle Sachen unterstützen und für sich selber gehen, dafür will ich Geld. Und darum geht's mir. Und nicht irgendwie zu sagen, guck mal, was weiß ich, was ich für eine tolle Uhr habe oder guck mal, was für ein geiles Auto ich habe. Das ist old school. Darum geht's doch gar nicht. Das interessiert doch keinen Menschen. Es geht darum, wie du dich fühlst. Und ich habe jetzt hier auch ein tolles, teures Auto. Und warum habe ich das? Weil es mir ein riesengutes Gefühl gibt, weil es ein geiles Auto ist, ein VW California. Es ist total durchdacht. Es ist wirklich mit Liebe gemacht. Es ist ein tolles Stück hier für mich. Und für jemand anders ist es halt vielleicht der Ferrari. Aber darum darf es doch nicht in erster Linie gehen, sondern es darf darum gehen, dass wir Schönheit kreieren und Schönheit generieren und nicht immer irgendwie Aldi und sonst billig und Kinderausbeutung und so weiter und so fort, um diese fucking Kohle zu sparen. Ja, das funktioniert ja nur, weil wir so Sparfüchse sind und alles billig haben möchten. Und dann eben die Macht den Leuten geben, die irgendwo anfangen, Preisdumping zu machen und arme, unwissende Menschen auszunutzen. Aber wenn wir das gar nicht mehr machen, wenn wir das gar nicht mehr akzeptieren, dann gibt's das doch gar nicht mehr. Und das muss in unseren Kopf rein. Das müssen wir kapieren. Wir müssen diese Perspektiven mittragen. Und deswegen müssen wir alle uns erlauben, Millionäre, Multimillionäre zu sein, um genau das Leben, die Welt und die Geldidee dieser Welt umzudrehen. Und deswegen lade ich dich ein zum Divine Money Programm. Weil Geld ist göttlich, Geld ist Liebe, Geld ist so wunderschön, weil du und dein Geld, ihr seid eins und du bist geil und du machst schöne Sachen mit deinem Geld. Und seh dazu, dass die Leute, die Scheiße mit dem Geld anstellen, Leute ausbeuten und ihnen Schmerzen zufügen und egoistisch sind, dass die kein Geld haben. Ja, wir müssen da ein bisschen so denken. Sagen, ja, genau, dafür will ich Geld generieren, auf einer Schwingung, auf einer Ebene, dass wir auf dieser Schwingung und der Ebene die Welt zum Drehen bringen. Leute, es braucht einfach jeden. Aber alle, die noch sagen, Geld ist schlecht und Geld ist Angeberei, nee, darum geht's doch gar nicht. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass das Geld in die Hände der Liebe kommt und dass aus Liebe unsere Welt erschaffen wird und unser Zusammensein aus Liebe und Begeisterung. Und wenn das jeder macht, dann ist es gut, aber ein paar müssen halt mal anfangen. Und deswegen erlaubt euch bitte ganz viel Geld. Und wenn ihr damit noch ein Thema habt, kommt in Divine Money, weil Geld ist glücklich, Geld ist Liebe, Geld ist Freiheit, Geld ist Fülle. Das ist Geld. Und Geld ist nicht fucking Ausbeutung. Die Leute, die Geld zur Ausbeutung gebraucht haben oder glauben, es muss Ausbeutung sein, damit man Geld verdienen kann, die haben es noch nicht gecheckt. Deswegen braucht es Leute, die es checken, die es verändern und dann weitergeben. Das ist die neue Welt, das sind die neuen Paradigmen, dafür dürfen wir jetzt einstehen. Also 15.06. Divine Money. Geld ist göttlich. Geld ist Liebe. Geld ist Fülle. Geld bewirkt Tolles. Geld gehört zu dir, weil du bist ein göttliches Wesen. Ende Gelände. So, ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und ich gebe euch noch ein schönes Bild hier zum Abschluss. Ach ja, ein bisschen wärmer dürfte es auf jeden Fall mal sein. Also ihr Lieben, tschüss.